Das ist Schmollen? Schmollen ist bei mir was anderes. Ist doch nicht starren. Okay, wir können sie wirklich komplett noch ändern. Ah, ich finde sie ziemlich cool. Ich möchte sie nicht verändern. Ich finde, wir sehen gut aus. Ich dusche auch immer so. Das ist das Bett. Da müssen wir zum Schluss hin. Das ist ja süß. Fernseher einschalten. Lager. Ah, okay, da können wir überall drauf zugreifen, auf das Lager hier. Können andere Waffen rein. Ich habe ja Sachen im Lager. Ich habe einen Katana. Ich bin mal gespannt, ob wir noch gesagt bekommen, ob unsere Waffen Schaden nehmen. Also ob wir die reparieren müssen. Hier ist ja gar nicht so schlecht, aber ich habe bloß 85 Muni. Ist einfach alles rot, alles schlechter als das, was ich. Hier ist so ein grüner Pfeil. Witcher-Oberteil? Wolfsschule-T-Shirt. Ich das jetzt an? Nee, ne? Nein, das. Warum kann ich das jetzt nicht mehr hier rüberholen? Nee. Ich gern die Jacke drüber ziehen. Katana. Boah, die ist gut. Obwohl, macht wenig Schaden.
200% Kopfschussschadensmultiplikator mit einem Messer? Kopfschuss? Problem ist wahrscheinlich nur, wenn ich jetzt zu viel hier mitnehme, kann ich bestimmt unterwegs nicht mehr so viel looten. Hier wollte ich eigentlich... So, und das rüsten wir dann gleich aus im Inventar. Noch kurz Nase putzen, einen kleinen Moment. So. Die rüste ich aus. Im Inventar ging das ja. Okay, kann ich das hier... Wenn ich das hier ablege... Kann ich das dann hier raus verkaufen? Naja, aber hier ist es tatsächlich nicht drin. Ich bin nur Kontakte und Nachrichten. Doc. So, ich wollte jetzt... Nice. Wieso man immer Escape drücken muss, um zurückzugehen und man nicht einfach unten auf zurück klicken kann. Ich kann meinen Katana verbessern, wenn ich genügend Teile habe. Was ist das? 5-mal herstellen. Und aus was? Blockiert, blockiert. Herstellen. Oha. Ich kann Munition aus den Schrottteilen da herstellen. Das ist gut. Was ist das? Schalldämpfer. Zielfernrohr. Warte, ein Schalldämpfer. Soll das hier eigentlich so aussehen? Hier müssen wir noch hier auswählen. Oh, okay, wir haben jetzt den Schalldämpfer auf der Handfeuerwaffe. Aber man kommt mit Rechtsklick zurück. Ich hab nix, hab nicht gemeckert.
Okay. Ich habe übrigens immer noch keine Mini X. Trotzdem ist irgendwie sind diese ganzen Texte nicht da. Die ich nicht gelesen habe. Die Datenbank war ja nur Tutorial. Info oder Steuerungsinfo. Ich habe ja verfügbare Punkte. Panzerung. Hä? Man kann hier... Oh Gott, warte. Ich habe einen Attributspunkt und einen Vorteilspunkt. Hier gebe ich was für Punkte jetzt aus? Attributspunkte, oder? Das klingt gut. Schadensminderung. Oder 25% mehr Schaden mit schallgedämpften Feuerwaffen. Das wäre auch gut. Fahrzeug Quick Hex. Also die Quick Hex. Mache ich jetzt noch nicht, weil damit habe ich noch nichts zu tun gehabt. Weiß nicht, ob und wie ich das dann mal so brauche. Blitzschnell ist auch nicht schlecht. Aber wenn ich so blitzschnell bin, dann kann ich halt auch nicht schießen. Gesundheitsregeneration im Kampf. Ah, oh, das waren Vorteilspunkte. Was sind dann... Attributspunkte gebe ich wo aus? Ah, ich muss hier gedrückt halten. Ne, ich muss F gedrückt halten. Ah, okay. Habe ich beim nächsten Mal wieder vergessen. Gut. Ich will trotzdem die Texte lesen, aber die sind nirgendwo. Oh, hier! Wir müssen auf... Wie bin ich dorthin gekommen? Hier. Journal Splitter. Das sind die. Ah, okay. Gefunden! Der ist ein Nomadenkodex. Ja, vielleicht will ich die ja irgendwann mal lesen. Zumindest weiß ich, dass sie da sind. Ja, ich werde auch jedes Mal wieder überlegen müssen, wie ich hier hinkomme auf diese Seite. Okay, wir schalten Fernseher ein. Ja, das ist echt versteckt. Also, wenn ich jetzt nicht gesucht hätte, hätte ich es nicht gefunden. Thank you.
bin Arif Iqbal und das sind die WNS News. Der Woche. Ach, dann geht der Fernseher automatisch aus. Okay, wir haben jetzt, glaube ich, alles ange... Nee, hier waren wir noch nicht. Was sind die Euro-Dollar? Du kannst bis zu 6 Outfits in deinem Kleiderschrank speichern. Diese können dann jederzeit im Abschnitt Outfits in deinem Inventar aktiviert und deaktiviert werden. Das Aktivieren eines gespeicherten Outfits verändert das Aussehen deiner ausgerüsteten Kleidung, aber nicht ihre Werte. Sämtliche Kleidung, die du findest, erhältst, herstellst, zerlegst, kaufst oder verkaufst, wird im Speicher deines Kleiderschranks hinterlegt. Okay, also hier geht es halt jetzt quasi wirklich nur um die Optik. Ist jetzt alles nicht so schön bisher. Okay, wir machen das ein andermal weiter. Was stand hier gerade? Ich will gerade irgendwas nehmen. Okay, wir gehen schlafen. Keinen Schönheitsschlaf gekriegt. Egal. Steh auf. Ich glaube, ich habe mir was eingefangen. Im Verlinkten mit dem Konzern Biomon. Irgendein Neurovirus, oder? Ich muss so weg. Soll er mir sagen, warum mein Kopf und Magen eine Party feiern? Okay. Ich fahr dich. Hab deine Karre dabei. Zieh dir was an. Ich warte unten auf dich. Ja, man verlinkt sich auch nicht einfach mit fremden Menschen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Check deine E-Mail, ist optional. Na, hier ist nix. Haben wir schon gelesen. Okay, dann gehen wir jetzt zum Ripperdog. Was haben wir jetzt eigentlich an? Ey, jo, ich habe übrigens die Splitter gefunden. Tatsächlich. Was haben wir jetzt an? Ja gut, dann lassen wir das jetzt an. Guckt, hier sind die Splitter. Auf dieser komischen Startseite. Was ist das hier eigentlich? 1%. Du hast die erste Runde überstanden, aber Night City hat eine neue Herausforderung für dich parat. Jetzt musst du zeigen, ob du ihr gewachsen bist. Hier sind die Splitter. Hab ich gefunden. Nach langer Suche. Okay, los geht's. Mach Tür zu. Hey, wie? Hier ist Regina Jones. Wenn du Arbeit in Watson suchst, ruf mich an. Woher weißt du, dass ich hier bin? Und wer ich bin? Ich weiß, wie man an Infos kommt. Wie eine Art Sammlerin. Bis dann, wie? Aufmachen! Wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Chat, wir müssen nach Loot gucken.
Was seht ihr? Da habe ich schon was gefunden. Ich hätte gern Medikits, Medipacks. Hat jemand Medipack? Also das klingt schon viel besser. Ich muss das mit meinem Partner besprechen. Frag, was an Persönlichkeit hat, was sonst so schlecht ist. Dann schnappst dir einen Kriminellen, fühlst ein wenig in seinen Neuronen rum und schnipp. Was waren die Gewaltfantasien? Was ist das denn hier für eine Waffe? Hey, yo, wie? Lass mit ein, zwei Runden. Was meinst du? Wie gefällt dir mein neuer Bad? Oh, hier kann ich Kämpfen üben. Wer neugierig wie er eine wie dich handhabt. Hier war gerade. Dr. Chaos und Radon. Es ist aus einem Bestseller. Na, wie geht's so? Der Kampf geht gleich los. Willst du keine Notizen machen? Melon gegen Hernandez. Nein, unser Kumpel hier guckt kein Fern und redet auch nicht. Er lässt lieber seine Fäuste sprechen. Woher hast du den, Fred? Von der Straße. Hat mich mit seinen großen Augen angeguckt, da habe ich ihn mitgenommen, gefüttert, was angezogen. Nein, im Ernst. Ist ein Militärbad. Echtes Schnäppchen. Ein guter Turm hat ihm ein paar Upgrades verpasst und das war's. Los geht's. Füße bewegen und den Kopf auch. In den Ring? Früher mal. Mein Schädel hat etwas zu viel abgekriegt und die Reflexe waren auch mal besser. Sowas lässt sich beheben. Mit Kerenzikow sollte es gehen. Dafür sind mir meine Eddies zu schade. Ist an der Zeit, einen Gang runterzuschalten. Du hattest was von Kämpfen gesagt. Ich habe deine Technik im Ring gesehen. Du hast einen guten Instinkt und bist auf Zack. Kannst es weit bringen. Vor allem gechippt. Diese Kämpfe sind nicht wirklich legal. Tut mir leid. Aber ziemlich lukrativ. Lukrativ für wen? Dich oder mich? Für uns beide. Ich bekomme einen kleinen Anteil des Preisgelds. Als Agent eben. Der Rest gehört dir. Verstehe. Du willst dich an meiner Arbeit bereichern, an meinem Leid. Hey, irgendwie muss man doch Geld verdienen, oder? Immerhin bin ich ehrlich zu dir. Kämpfe gibt es an verschiedenen Orten in der Stadt. Du gehst hin, setzt deine Eddies und schwingst die Fäuste. Wenn du gewinnst, gehört der Pott dir. Schaffst du es, jeden Kämpfer zu besiegen, kannst du ins Finale einziehen. Alles klar? Glasklar. Gut. Naja, du wirst dich aber erstmal durch Watson kämpfen müssen. In Kabuki fängst du an. Ich glaube an dich, Vi. Zeit, der Stadt zu zeigen, was du drauf hast. Entschuldigung. Warum reden die hier Englisch? Mal hier ist, kann man schießen üben. Oder
Hallo Wilson? Ach, wir können aber was kaufen. Lass mal sehen. Wir haben 1.100 Euro, Dollar. Mit welcher vergleicht ist das jetzt? Das ist mit der Unity. Warte, die kostet nichts? Da unten ist bei Euro, Dollar, null. Danke. Gibt's hier immer Geschenke? Okay. Das ist Junk verkaufen. Oh, den habe ich jetzt aber in mein Lager geparkt. Okay, ich kann nicht aus meinem Lager verkaufen. Okay. Upgraden von ikonischen Waffen. Du hast soeben eine ikonische Waffe erhalten. Ikonische Waffen haben einzigartige Fähigkeiten, können dafür aber nicht mit Waffenmods verbessert werden. Mit den erforderlichen Komponenten kannst du ikonische Waffen auf eine höhere Kategorie upgraden, was ihre Kampfkraft deutlich erhöht. Dies kannst du im Tab Upgrades im Menü Herstellung tun. Du kannst ikonische Waffen überall in Night City finden. Manchmal erhältst du welche von einem Freund oder erbeutest sie von Gegnern. Gelegentlich findest du sie auch einfach auf dem Boden oder kannst sie bei Verkäufern kaufen. Manche kannst du auch selbst herstellen. Vielen Dank. Wenn ein Phantomjugend plötzlich tödliche Folgen hat. Fremdkörper. Installation auf eigene Gefahr. Kann ich nicht schießen üben? Wir müssen hier runterfahren, okay. Willkommen bei den N54 News aus aller Welt. Ich bin Gillian Jordan. Ist halt jetzt am Anfang erstmal viel, was ich selber verinnerlichen muss, was ich bemerken muss. Ich hoffe, wir kommen irgendwann schneller voran, dass wir so ein bisschen Mission machen. Ein bisschen Action machen.